Hier staubt es. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid beim aktuellsten Video. Aktueller wie aktuell. Extrem jetzt. Also das live. Live. Habt ihr die Stimme gehört? Das war nicht die Stimme, die ich höre, sondern das ist echt ein Mensch. Auf jeden Fall, heute Fenstereinbau. Nicht Ö-Norm gerecht, wenn ich Normen höre und Ö und alles, wird mir übel. Wir bauen das so ein, dass die Fenster in 20 Jahren wieder kaputt sind. Also ohne diese ganzen Dichtbänder. Einfach Beuschaum und gut ist es. Einmauern geht nicht mehr, da müsste ich die ganze Mauer wegstemmen. Daher machen wir das quasi auf Russisch. Aber ich bin 40 Jahre alt. Was will man? Also ich, man muss ja in der Realität bleiben. So, gehen wir es an. Ich habe schon zwei ausgestemmt. Das stemme ich jetzt aus. Dann werden wir mit einem Laser, den können wir hier zentral im Keller aufstellen, dass alle drei Fenster auf derselben Höhe sind. Rundherum werden wir Kunststoffbackel nehmen als Ausgleich, denn wenn die Mauer feucht ist, kann sie Feuchte über das Holz zum Fenster geben und mit Kunststoff kann das nicht passieren. Auf jeden Fall werden wir jetzt stemmen. Normal macht man auch jetzt mit diesem ganzen Ölnorm-Einbau einen Glättputz, also es wird glatt herausgeputzt. Dann kommt das Fenster hinein, wird gekeilt, verschraubt, dann wird außen ein diffusionsoffenes Band gegeben und innen ein diffusionsdichtes Band. Und in der Mitte ist Beuschaum. Das soll der Grund sein, wenn man herinnen schwitzt. Ich schwitze auch im Winter, also bei mir wäre das eigentlich extrem sinnvoll. Wenn man schwitzt, geht der Dampf durch die Wand und innen ist ein diffusionsdichtes Band. Also er kann nicht so gut durch und wenn er mal drinnen ist, kann er außen schön weg, der Dampf, weil außen ein diffusionsoffenes Band ist. Aber viel Worte um nichts, wir bauen es sowieso auf Russisch ein. So, viel Spaß. Ich habe hier natürlich einen Sessel. Die ersten zwei Fenster habe ich ohne Sessel gemacht. Ich habe so Kreuzschmerzen und den Krankenstand, ich habe keine Zeit. Meine Stemmmaschine ist auch nicht so eine gute. Für die Tischlerszene bin ich etwas besser ausgerüstet. Mit dieser Maschine kann man höchstens den Nudelteig anrühren oder Platschikenteig, also Pfannkuchen. Aber zum Stemmen ist das. Ja. Ich will ein bisschen Wasser trinken, wieder gegen den Durst. Vorangelaufen, ich sehe überhaupt nicht, wo ich stemme. Das war natürlich ein Scherz. Ein bisschen sehe ich schon. Ach. Geil, was größer macht, mein Auto kommt etwas. Irgendwann hängt so. Diese alten Eisenfenster haben Krallen. Hier ist eine Kralle, hier, hier und hier. Diese Krallen muss ich unbedingt freilegen. Ich werde euch eine zeigen, damit ihr seht, wie das aussieht. Kann man die Kralle gut sehen. Hier ist das verankert mit dem Beton und geht da natürlich schwer heraus. Jetzt werde ich das alles frei machen. Dann kommt dieser alte Betonrahmen heraus, wo das ursprüngliche Fenster herinnen war. Und ja, so geht es weiter. Also beim Stemmen bleibe ich jetzt lieber alleine. Das ist für mich irgendwie ein bisschen eine intimere Geschichte. Immer Staubsaugen. Hast du gesagt, du willst Staubsaugen? Und was soll ich sagen? Gar nichts. Na was, jetzt sagst du nicht? Oh ja, was willst du? Du hast ja gesagt, du willst Staub saugen. Was sag ich zu dir? Bisschen schneller, Jim. Ja, schneller, Jim. Jim, nicht Erich. Jim? Nein, du kannst nicht einmal Jim und einmal Erich heißen. Aber Jim ist ein Film. Nein, das kapiert ja schon wieder keiner. Ich kann nicht da die. Na Erich, wir filmen schon, weißt du das eh? Nein, das tut mir leid, aber der. Nein, das tut mir leid, aber der Erich ist komplett fertig, Alter. Der ist nervlich am Ende. Er redet von Jim und Filmer und. Na, bist du jetzt schneller, Jim? Nein, du kannst. Na, bist du jetzt schneller, Jim? Nein, du kannst sicher den Film. Bist du schneller, Jim? Das nimmt sicher. Der mit dem Wolf tanzt. Ich meine, das war Mulis. So, Erich, es ist alles weggestemmt. Erich, es ist alles weggestemmt. Kannst du bitte noch schnell wegsaugen? Es ist noch ein Bresel da oben. Also ein Körnchen. Ein bisschen schneller, Erich. Nicht so schnell. Nicht so langsam. Passt. Das ist ideal. Passt.
Nicht, du saugst mir den Laserstrich weg. Wie bist du mit der Saugung zufrieden? Könnte besser sein. Ist der schwer? Wir haben hier den Laser stehen, denn in dieser Position erreichen wir alle drei Fenster. Ich muss das Licht aber abdrehen, damit wir hier, Matthias, noch ein Schalter, glaube ich, wo oder wo, hier, damit wir den Strich besser sehen. Bei den anderen Fenstern ist es schon ausgeglichen und jetzt haben wir hier den Laser und jetzt, wenn ich bei den anderen, Fenster gemessen habe, brauche ich das noch herhalten und jetzt ist hier 6,5, ich muss auf 5. Und jetzt lege ich mir das hier her. Zack. Auf der anderen Seite dasselbe. Und jetzt muss ich messen. Jetzt sollte ich ungefähr das Maß haben. Jetzt. Genau, um 2 mm sind wir um. Aber 2 mm sind kein Problem. Jetzt schaue ich noch, ob wir in der Waage sind. Ich hoffe, das kann man sehen. Hier sieht man, dass ich ganz genau in der Waage bin. Und jetzt ist der nächste Schritt. Das Fenster wird hier hereingestellt und angebohrt und ausgeschnitten. Zuerst müssen wir, oben ist noch Styropor, das müssen wir noch entfernen, damit wir dann später an das Fenster anputzen können oder die Rigips schräg hingeben, werden wir sehen. Jetzt haben wir die Fenster eingestellt mit der Waage. Zum Filmen war kein Platz, wir haben das hier mit so Spezialschrauben, da wird mit einem 6 mm Bohrer vorgebohrt und dann wird das hier hineingeschraubt. Andere Seite dasselbe, alles ausgekeilt, unten mit diesem Backel, wo wir vorher in die Waage gewogen haben und jetzt wird hier beuschaumt. Die perfekte Fuge wäre 15 mm, das haben wir leider nicht geschafft, denn ja, ist so wie es ist. Jetzt haben wir das befeuchtet und jetzt wird mit Beuschaum ausgefüllt. Erich, man bringe den Beuschaum. Willst du gleich schäumen, Erich? Ja, traust du dir das zu? Aber von draußen. Okay. Erich, tschüss. Tschüss. Du musst winken. Erich, winke. Hier noch einmal befeuchten. Erich, ist das dein Handy? Ja. Wer ist das? Sattler Hubert. Hubert, wir tun gerade schäumen. Ich liere mich gleich wieder. Warum schüttelst du so lange? Hast du Draht unten, Erich? Natürlich, 15 Mal. Am besten ist, wenn mehrere Fenster eingebaut sind und dann schäumen, denn eine Dose reicht für mehr als nur für ein Fenster. Daher ist es sinnvoll, wenn man gleich mehrere Fenster auf einmal einschäumt. Erich, während du weiter schäumst, gehe ich zum äußersten. Jetzt hast du mir die Leute wieder weggetragen. War das eine Schikane, Erich? So, jetzt wird das nächste Fenster hier. So, jetzt gehe ich zum anderen. Erich schäumt hier wieder. Es ist auch gut, wenn man den BU-Schaum etwas anfeuchtet. Jetzt gehe ich zum anderen Fenster und feuchte den BU-Schaum an, während Erich hier wieder BU-Schaum hineinspritzt. Also es ist total spannend. So, jetzt gebe ich hier noch. So, und jetzt befeuchte ich das letzte Fenster, Erich. Ja. Hier ist ganz viel Luft. Das muss ich dann ausputzen. Also mit MBA. Mit das geht nicht mit Stein. Wie meinst du das? Die feinere Düsen dann. Ach so, mit normalen Schaum noch dann. Ja, in West halt. Ja. Warum bist du mir eigentlich so behilflich hier, Erich? Ach so, puh, keine Ahnung. Macht dir das Spaß? Das ist, glaube ich, ein bisschen faul. Hattest du eine schwere Kindheit, oder? Nein, glücklich eigentlich. Wirklich? Und trotzdem so, ist nicht zu verstehen eigentlich, oder? Wie? Wie fühlst du dich? Gut. Ist das noch immer die erste Dose? Ja. Jetzt haben wir mit einer Dose drei Fenster eigentlich geschäumt. Ja. Und den Rest werden wir nicht mehr mit einer Zweikomponentendose, sondern nur mehr mit der normalen für Innentüren. Stimmt das? Ja.
Denn jetzt doch eine Dose aufmachen, das wäre ja Blasphemie, oder? Sollen wir eine Zeitung hineingeben oder geht's? Profi. Da sieht man erst Profi. Und wenn wir die Keile später rausgeben, kommt auch dann wieder ein Schaum hinein. Wann hängen wir die Fenster ein, Erich? Morgen. Jetzt bleibt das offen. Ja. Na, oder? Du willst ja beim Alles haben, oder? Na, wann hängen wir sie wirklich ein? Also 5 Minuten. 5 Minuten? Ein Bier und dann ist der Schaum hart. Ein Bier, okay. Also machen wir eine Bierpause. Ja, okay. Was machst du mit der leeren Dose? Haben wir irgendwo eine Lücke? Nein, ich bin gegen BU-Schaum. Also ich auch. Warum arbeiten wir mit BU-Schaum? Geht nicht anders. Erich, was war das für ein Projekt? Was? Was war das jetzt für ein Projekt? Nachbarschaftshilfe. Na, ist das normal? Haben wir das gut gezeigt? Eigentlich nicht. Wir haben das Porn nicht gefilmt, aber du hast gesagt, das kann man nicht gut zeigen, wir haben keinen Platz. Hast du gesagt, du hättest Platz, aber war das eine Anspielung auf mein Gewicht? Okay, er sagt besser nichts. Er will ja ein Bier auch bekommen. So, wir machen kurze Bierpause und dann werden wir die Fenster einhängen. Da seid ihr wieder dabei. So, wir sind zurück. Wie war die Bierpause? Trocken. Okay, hängen wir es ein. Warte, du Zapferl. Hier unten haben wir das Zapferl einhängen müssen und hier oben wird das jetzt einfach so reingesteckt. Ein bisschen auf. Auf. So. Und jetzt kommt der Bolzen durch. Geht er? Du musst mir ein bisschen. Jetzt habe ich den Griff hochgerissen. Okay. Geht's nicht? Braucht man einen Hammer, ha? Mhm. Euer Erich. Was ist er? Der Hohndermesser zu weit aufgeht, dass ich den einhängen kann. Okay, bist du deppert. Dieses eine Fenster haben wir jetzt drin. Es war nicht so einfach, weil wir hier keinen Platz hatten. Wir werden jetzt beim zweiten wieder filmen. Und eine Frage ist aufgetaucht. Erich hat mich gefragt, warum heißt das Olive? Also er hat das so gesagt, wie wenn er wüsste, warum es Olive heißt. Wisst ihr das, warum das Olive heißt, Erich? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Also falls jemand weiß, warum das Olive heißt, dann würde uns das sehr freuen, wenn das uns jemand mitteilen würde, ja. Oder? Ja. Das ist noch eine der wenigen Fragen eigentlich, kann man sagen, die in unserem Leben unbeantwortet ist. Sonst ist eigentlich alles klar, oder? Oder ja. Gibt es noch für dich ungare Sachen? Nicht viele. Ich gehe jetzt aus, quasi. Brauchst du herinnen jetzt noch Hilfe? Na? Ja. Weil diese Fenster haben so einen Öffnungsriegel, also dass sie begrenzt aufmachen. Der ist zwar hier unnötig, aber abmontieren wäre jetzt zu viel Arbeit. Jetzt gehe ich nach außen und hänge das von außen ein und... So, und jetzt muss ich diesen Öffner so aufdrehen, Erich. Ja, der muss hier hinein. Jetzt mein Finger. So, jetzt. Jetzt ist er, glaube ich, eingeschnappt. Also nicht der Erich eingeschnappt, sondern der Öffnungsbegrenzer, wie man dazu sagt. Diesen Schaum, der vorschaut, den schneide ich erst kurz vorm Verputzen weg, denn sonst wird das Innere von UV-Licht, von der Sonne kaputt und so wird dieser Bereich nur kaputt, den schneiden wir sowieso weg. Erich, passt es? Hier beim letzten Fenster dasselbe. Hier liegt wieder die Olive, wo keiner weiß, warum es Olive heißt. Ich hätte schon eine Theorie, warum es Olive heißt. Es hat jemand einen Salat gemacht, einen Olivensalat. Und dann ist der Fenstergriff in den Olivensalat hineingefallen. Und dieser Mann war aber der Hersteller der Oliven, also der Fenstergriffe, und hat es dann Olivengriffe genannt. Oh, schon wieder angehaut. Okay, mir wurscht. Passt, ist drin. Ha. Geht, auf dran. Passt. Wilma, wie geht's dir? Karl August? Karl August hat nichts zu sagen, er ist total ruhig. Ein langer Arbeitstag ist vorbei. Erich hält, ich rede sehr viel und Erich hat einen Gehörschutz auf, denn er sagt, es ist ihm einfach zu viel. Aber jetzt kann ich immer super Sachen sagen. Erich, ich bin schon ein. Achso, jetzt hört er wieder was. Erich, ich bin schon ein sehr guter Tischler, oder? Also er hat gerade gesagt, er hat mir mit seinen Augen zu erkennen gegeben, dass ich ein extrem guter Tischler bin. Ehrlich, mein Gesicht ist schon sehr, ja, er hat gesagt, mein Gesicht ist extrem schön. Warte, zoomen. Wir verabschieden uns, wir sagen danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich habe gesagt, nur dass Weihnachten heuer am 24. Dezember fällt. Oh. Und auf jeden Fall, wir sagen danke, tschüss, Papa, bis zum nächsten Mal. Ja.